Biogemüse wird nach den Regeln der Biolandwirtschaft angebaut. Das heißt, die Bäuerinnen und Bauern arbeiten möglichst umweltschonend und fördern die Artenvielfalt. Im Laden erkennst du Biogemüse und andere Bio-Lebensmittel an verschiedenen Zeichen, den Bio-Labels. Bio ist ein geschützter Begriff. Das heißt, nur wer sich an die gesetzlichen Regeln der Bio-Verordnung hält, darf seine Produkte mit Bio anschreiben. Hier sind ein paar Regeln, die Biobäuerinnen und Bauern einhalten müssen. Sie dürfen keine künstlichen Dünger brauchen, damit ihre Pflanzen besser wachsen. Sie düngen stattdessen mit natürlichen Mitteln, wie zum Beispiel Gülle oder Kompost. Biobäuerinnen und Bauern dürfen auch keine chemischen Pestizide verwenden. Das sind Stoffe, die man auf Pflanzen sprüht, um sie vor schädlichen Insekten, Unkraut oder Krankheiten zu schützen. Stattdessen arbeiten sie mit natürlichen Methoden, zum Beispiel mit Pflanzenschutzmitteln, die in der Natur vorkommen, und sie fördern gezielt Nützlinge wie etwa Marienkäfer gegen Blattläuse. Sie achten auch darauf, nacheinander verschiedene Pflanzen anzubauen. So kann sich der Boden besser erholen. Einmal im Jahr wird der Biobetrieb überprüft und es wird geschaut, ob alle Regeln eingehalten werden. Biobäuerinnen und Bauern haben oft mehr Arbeit und manchmal eine kleinere Ernte. Darum kosten ihre Lebensmittel im Laden meistens mehr als herkömmlich angebaute. Aber sind sie denn auch gesünder? Da sind sich die Expertinnen und Experten nicht ganz einig. Eines ist aber sicher: In Biogemüse hat es fast keine Rückstände von Stoffen drin, die schlecht für die Gesundheit sein können.